Community, Family und Zuschauer. Ich bin's wieder, euch Jemand Kuh und herzlich willkommen zu der 44. Folge von Shadow of the Tomb Raider. So, gehen wir das noch ab. Deine Freunde sind frei. Und da ist noch mehr. Colqui lebt. Er stand vorne, als die anderen umzingelt wurden. Er rief eine Warnung und rannte weg. Ausgezeichnet. Es gibt ein Problem. Es könnte sein, dass ihr einen Verräter unter euch habt. Das weiß ich schon. Ich habe erfahren, wer es ist, als du nicht da warst. Und werde persönlich dafür sorgen, dass er kriegt, was er verdient. Okay. Hier, nimm das. Zum Dank. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Wenn du mit Colqui recht hast, müsste er in dem Bergunterschlupf sein. Würdest du ihn suchen? Sag ihm, wir sind in der Schädelhöhle. Ich finde ihn. Überreste. Okay. Wir machen jetzt mal ein bisschen paar Der Aufgaben. Der Kult wird ganz high sein nach diesem. Paar Aufgaben. Ah, shit. Wie viele Fähigkeitspunkte habe ich? Auch wieder 2. Mal gucken, wo ich was investiere. Bin Lockfall. Ja. Gut. Zack, zack, zack. Erfüllen wir mal ein paar Aufgaben hier, ne? Also muss ja gemacht werden. So, Karte. Was ist das? Corki finden. Was ist das andere? Das Rezept. Hä? 1 von 5 Abbildern zerstören. Ah. Die Tempel. Was? Achso, gut. Warum geht das? Amulett. Okay, dann mache ich erst Amulett des Retters. Wird das ein bisschen spannender bestimmt. Nein. Oh, Alter. Missionskäfer entdeckt. Was möchte er denn? Was machst du da? Ich versuche, das blöde Wandbild zu lesen. Avil, mehr Respekt. Tut mir leid, Au. Ich respektiere Kukulkan. Ich studiere die Wandbilder, um eine Schlangenwache zu werden, wie mein Vater. Er ist bestimmt sehr stolz auf dich. Aber was ist, wenn ich die Lektion nicht verstehe, die sie lehren? Ich kann vielleicht helfen. Denkst du, dein Vater hätte was dagegen? Wirklich, Mayu? Nein, Kind. Dein Vater würde sich bestimmt freuen, dass die Au dir geholfen hat. Mhm. Großartig. Ein Teil von dem hier habe ich. Wasser. Also irgendwas mit Wasser. Glaube ich. Die anderen muss ich mir noch ansehen. Wie wär's, wenn ich mir alle Wandbilder ansehe und dann komme ich zurück und wir reden darüber? Ich bin hier. Ich bin übrigens Lara. Avil.
Okay. 1, 2. Ach gut, mache ich die als erstes. Ich könnte kotzen. Mach das nämlich hinter uns. Und dann können wir uns auf die weitere zum Bedenken. Ja, vielleicht nicht. Ne, ich glaube, das mache ich doch als letztes. Wenn das, was einst über ihm war, nun unter ihm steht, wird Nahrung, was einst gesät. Der Boden, die Erde, Amun, der Gott des Getreides. Jo. Ein Fähigkeitspunkt gewonnen, yay. Kann ich mir nicht so viel kaufen. Und einmal nach oben. Leck. Einfach umgerannt. Weggenatzt. Gleite in ihm wie ein Vogel, aber atme nicht. Wasser? Also er muss Chuck sein, der Gott des Regens. Mein Lederhaut. Mein Leder. So, wo ist das nächste? Da hinten und da war der andere. Okay. Bin direkt auf dem Weg. Das ist sehr gut. So soll es auch sein. Viel los heute. Kukulkan hat zwar Wohlstand versprochen. Ah, Matukultik. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Was ist denn das? Nein, wo ist denn das jetzt? Hallo? Versteck dich nicht. Da will noch einer eine Mission. Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Oh Gott. 1. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hier ist auch nichts. Hat das jemand in seinem Haus stehen, oder was? Also du hast es nicht, du willst eh nicht mit mir reden. Bitch, was? Hat mich eine Bitch genannt? Hat die mich echt eine Bitch genannt? Autsch. Nö.
ist denn das letzte hin? Ja. Ah, wenn man anderen Menschen hilft. Alter, das war knapp. Alter. Ey. Lara, kannst du dich nicht mal festhalten? Fick dich. Die Lara konnte sich nicht mehr festhalten. Was denn das für ein Bug? Ich bin zwar über den Rand, aber will nicht halten. Oh Mann, ey. So. Wo steckt das letzte Ding? Alter, wo steckt das? Mich biegen. Otskin Guantalon. Hier, es muss doch. Quo. Es wird Zeit, dass du ins Bett. Das ist furchtbar. Er tilgt die Dunkelheit und bringt den folgenden Tag. Das ist die Sonne. Kinichahau ist der Sonnengott. Genau. Das ist furchtbar. Damals schon mal nicht gemacht, was ist passiert. Hallo? Sei gegrüßt, Ao. Weißt du schon? Es ist furchtbar. Schumak wurde von seinem eigenen Diener getötet. Oh. Woher kennst du Schumak? Jeder kennt Schumak. Er war mein Mentor und Geschäftspartner. Er hat mein Geschäft erst möglich gemacht. Handel in der Oberstadt ist ohne Kontakte unmöglich. Schumak hat das alles für mich gemacht. Ich finde raus, was passiert ist. Danke, Ao. Entschuldige, Ao, aber du darfst nicht rein. Die Menge ist wütend. Wenn ich weggehe, stürmt sie los. Vielleicht kann ich sie irgendwie ablenken. Kluge Strategie, Ao. Du darfst hier nicht durch. Die Leute sind wütend. Sie könnten gewalttätig werden. Nicht jetzt. Könntest du die Menge beruhigen, Ao? Hm? Da ist etwas. Wurdest du nicht über Sumaks Tod informiert? Oh doch, Rau. Er war ein großer Mann. Das war er. Lass jetzt den Ruf der Trauer erklingen, der ihn ins Jenseits führt. Ja, Rau. Ich spiele. Jetzt ist es ruhig. Tritt ein. Okay. Wie ist das passiert? Als wir ankamen, stritt Choko, die Herrin des Hauses, mit ihrem Diener Taruka. Schumak lag tot zwischen ihnen. Taruka war voller Blut. Hat Choko den Mord gesehen? Nein. Sie kam vom Markt nach Hause und fand Taruka über Schumak gebeugt. Hat Taruka gestanden? Er sagt, er sei unschuldig. Aber nun bist du hier, Ao. Kaum jemand lügt, wenn die Götter ihn prüfen. Hm. Wenn er gesteht, sprich mit Pakal, dem Ermittler. Er ist oben bei der Leitung. Jo. Okay.
Oh, Au, bitte sei gnädig. Ich habe meinen Herrn nicht getötet. Ganz ruhig, Taruka. Sag mir, was passiert ist. Ich kam von der Feldarbeit, hörte ein lautes Geräusch wie ein Tor, das zufällt, lief los und fand Schumak in seinem Blut. Erstochen. Ich wollte die Blutung stoppen, aber er war bereits tot. Warum sind deine Hände blutig? Au, bitte glaub mir. Ich komme wieder, wenn ich noch Fragen habe. Du findest bestimmt etwas, das meine Unschuld beweist. Hallo, Kshoko? Ja, Au. Ich weiß, das ist schwer, aber du musst mir sagen, was passiert ist. Ich war auf dem Markt mit... Oh, der arme Schumak. Oh. Lass dir Zeit. Fang ganz von vorne an. Du warst also auf dem Markt. Ja, mit Akne. Ich wollte Pokchuk machen. Das ist... war Schumaks Lieblingsgericht. Akne? Eine meiner Dienerinnen. Was passierte, als du heimkamst? Ich fand Taruka in der Küche, über Schumak gebeugt. Seine Hände waren voller Blut. Ich schrie und die Wachen kamen. Hatte er eine Waffe? Nein. Hast du ein lautes Geräusch gehört, als du kamst? Nein, natürlich nicht. Was war mit Agna? Was soll mit ihr sein? Sie war bei mir. Sie hat mich zum Markt und zurück begleitet. Wo ist sie jetzt? Sie ruht sich aus, in ihrem Zimmer. Es war ein Schock für sie. Ich werde mit ihr reden. Aber... ja, natürlich. Wie du wünschst, Au. Das krieg ich nie sauber. Hallo, Agna. Au, vergib mir, ich dachte, du wärst die Herrin. Kann ich dir vielleicht ein paar Fragen stellen? Mhm. Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nie irgendwas. Lässt sich das Tor öffnen? Das Tor? Nein, 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 es ist kaputt. Es ist schon kaputt seit sehr langer Zeit. Agna. Oh, ich werde einen anderen Weg finden. Okay. Es war nur eine Frage. Au, hallo. Ist es wahr? Schumak wurde ermordet? Ja, ich suche Agna. Ich habe Fragen an sie. Die Dienerin? Das ist doch Zeitverschwendung. Sie weiß überhaupt nichts. Sie sieht ja nicht mal, was jeden Tag direkt vor ihren Augen passiert. Was soll das heißen? Verzeihung, Au. Es ist nicht an mir zu sprechen. Wenn du etwas weißt, sag es. Sagen wir, Kshoko und Schumak führten keine sehr leidenschaftliche Ehe. Kshoko war an Ikal interessiert. Ikal? Schumaks Geschäftspartner. Waren sie Freunde? Ich glaube, sie waren viel mehr als das. Oh. Danke für die Information. Gern geschehen, Au. So. Alles klar, da oben versteckt sich einer. Detektiv spielen. Schulter an Schulter stellten sich Maya und Inka ihren Brüdern entgegen. Auf der einen Seite jene, die sich einen Rückzug und Neubeginn wünschten, auf der anderen diejenigen, die expandieren und benachbarte Gebiete einnehmen wollten. Alles klar. Was ist das denn? Die Brandrodungen, die die Maya beim Ackerbau einsetzten, erwiesen sich für das hiesige Land als ungeeignet und führten schon bald zu einer Lebensmittelknappheit. Um nicht zu verhungern, schlossen sie ein Abkommen mit den einheimischen vorinkaischen Stämmen, das ihnen neue Verfahrensweisen und Saaten einbrachte.
Als erstes trafen die Kaufleute mit neuen Waren ein, gefolgt von den Bauern mit neuen Saaten und Techniken. Später kamen immer mehr der Fremden nach Paititi und übernahmen schließlich die Kontrolle über die Verwaltung der Stadt. Alles klar. Oh. Mündung von Paititi. Na? Hier ist nix. Küche, hier wurde... Noch mehr Blut. Jemand wollte das wegwischen. Hier muss Schumacher getötet worden sein. Ich will da hoch. Wir wissen, was da oben ist. Dann können wir ja weiter gucken. Oh. Dieser Stab hat einen improvisierten Steinschlossmechanismus, der dem europäischer Schusswaffen ähnelt. Die Kultistenpriester müssen ihn bei ihren Zeremonien benutzt haben, um die Menge in Ehrfurcht zu versetzen. Ja, warum nicht? Ach, das ist da, wo ich jetzt weiß ich's. Meins. Ich habe einen Verdacht, aber... Kolki! Kolki kam, als du die anderen befreit hast. Wir wussten nicht, dass er ein Jaguar-Krieger ist. Er wollte mich bezahlen. Was sollte ich tun? Dich weigern, Poma. Der Kult von Kukulkan hasst Fremde und Verräter. Tod dem, der sich Kukulkan widersetzt. Da! Das ist die Fremde, vor der Kukulkan uns gewarnt hat. Bringt sie um! Alter. Alles klar. Alter.
Kankah Wakumeyat. Ketzamukeesh! Winkilal, get el Winkulal! Levate el Mako, Weyene! Uya, Wani, Batelesh! Anteleshi! Alter, bleib mal stehen. Alter, ich hab dir doch den... In Maskabe ukalke nukaste. Manachkum sikbaesh. Janin kashtikon. Janduni shokol. Ja, shit. Komm her. Alter, kann das mal aufhören? So, kann's, ist jetzt vorbei. Ich höre immer noch labern wie sonst was. Hä? Weiß nicht, wo der labert. Ne, kann ich nicht sagen, wo der labert. Und das ist kein Witz. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, ich beende erstmal die Folge. Ich muss mal gucken, was hier los ist. In dem Entsprechend sage ich wie immer, zack, gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gematico ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zack, gut, ciao, bis zum nächsten Mal.